Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Shadow of the Colossus. In der letzten Folge... in der letzten Folge mussten wir diesen... Ja, was auch immer das war, dieses Wildschwein da kaputt hauen. Das war richtig... richtig ätzend. Und jetzt sollen wir irgendeinen Riesen töten, der... unter einer Stadt ist. Aha, das könnte der vielleicht sein. Das könnte der vielleicht sein von... vorletzten Folge, wo ich da gesucht habe, weißt du, der Typ im Wasser, wo ich zuerst hier lang gelaufen bin, hinter dieser Felskippe da. Da war doch so eine Stadt, weißt du, so eine Ruinenstadt. Vielleicht meinen die da. Könnte das sein? Ja, das könnte sein. Ups. Vergesst immer, dass man hier nicht rüber kann. So, zwei Kolosse gibt's noch. Mal gucken. Ich bin gespannt auf den letzten Boss. Ich frag mich echt, ob die da so einen richtigen Schwierigkeitsanschub machen oder nicht, weil bisher, die Bosse fand ich eigentlich immer alle relativ gleich schwer, habe ich ja schon öfter mal gesagt. Nur halt, man muss ein bisschen mehr mit der Umgebung interagieren. Was ja eigentlich ganz cool ist. Aber an sich sind die relativ easy. Ich meine, wenn du einmal auf dem drauf gewesen bist jetzt gerade, ne, dann war der tot. Da waren andere, was das angeht, schwerer. Da musste man hin und her und keine Ahnung was. Ich erinnere mich gerne an den dritten Koloss, den Gaius, den Ritter. Der mit dem Schwert. Boah, der war auch eine Nummer. Gut. Ich schätze mal, wir gehen jetzt, ich gucke nochmal nach, wir gehen gleich hier vorbei einfach. Und dann hinten da zu der Ruinenstadt. Das müsste passen. Ja. Also ich hoffe zumindest. Dann müssen wir hier runter. Und dann durch die Wüste. Oder ist der irgendwo hier? Weil hier kommen wir nicht runter. Ne, ne, ne. Da war ja auch der Zelobia. Der mit den Flammen. Okay, ich bin gespannt, wann diese Wächter wieder kommen. Die haben wir ja mal in der Cutscene gesehen. Die müssten eigentlich, ich schätze mal, die kommen nach diesem Koloss kommen die wieder. Weil irgendwas muss da ja noch passieren mit denen, dass die uns aufhalten wollen oder so. So, ja, wir haben echt, glaube ich, alle Kolosse soweit, also jedes Quadrat hier ist irgendwie abgearbeitet, bis auf einige wenige. Haben die ganz gut gemacht. 16 Stück für die Karte passt super. Finde ich gut. So, hier. Weißt du, hier meinte ich. Ja, genau. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie hier rüber. Oder können wir da durch? Keine Ahnung. Moment, hier haben wir gerade hier Sonne. Aha, da lang. Ich schätze, vielleicht können wir da links hoch, durch so ein bisschen Torbogen oder so. Ja. So, hier vielleicht hoch. Okay, was ist denn hier los? Aha, können wir hier durch vielleicht? Mit Agro? Nee. Kann ich bitte draufsteigen? Agro steht gerade in einem Baum. Ich dachte, wir könnten, aber nee, es ist zu hoch. Komm. Weiter. Hier kommen wir nicht durch, ne? Wenn ich hier irgendwas mache. Okay, jetzt sind wir irgendwo unten. Also hier kommen wir nicht durch. Vielleicht konnten wir da oben durch. Nehmen doch mal an, ist das irgendwo hier? Also wir müssen irgendwo hier hinter diese Mauern. Ich geh mal. Oder? Nee, doch, man kann hier nicht drauf mit dem Pferd, aber man kann. Ich hüpfe hier rum wie so ein Idiot. Okay. Hier war anscheinend nicht.
Gut, ich glaube, dann haben wir es gefunden. Der Weg war relativ easy bisher. Mal gucken. So, ich gehe mal einfach hier lang. Ich frage mich auch, was diese ganzen Städten hier, was das waren, weißt du? Hier gibt es ja relativ viele Ruinen. Guck mal, das sieht aus, als wäre hier jemand... Also ich meine, das sieht ja schon relativ prunkvoll aus, ne? Mit diesen ganzen Säulen und so. Problem ist, hier haben wir keine Sonne, ne? Ja, shit. Okay, das heißt, wir müssen... Keine Ahnung, ich denke mal hier hoch. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Boah, was für eine Arena hier. Habe ich hier Sonne? Nicht wirklich. Okay. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal ein bisschen und da oben geht eine Treppe hoch. Hier auch. Ja. Und da oben haben wir auch noch was, ne? So ein Balken. So eine Brücke. Balken. Kann uns vielleicht nützlich sein. Ach krass, sind wir jetzt hier gegenüber von dem anderen Typen. Dem einen Koloss. Mit dem Wasser, ne? Oh shit. Ja. Oh mein Gott, das ist ein Affe. Gorilla? Oder so in der Art? Shit. Okay, shit, krass. Der sieht krass aus. Guckt richtig abgefuckt. Ja. Guck mal, ich kann nicht mehr hochgucken. Okay. Ja. Das sieht ja geil aus. Okay, ich schätze mal, wir können nicht irgendwie da einfach hochlaufen. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch und dann oben auf die Brücke und dann uns von oben runterfallen lassen. So würde ich jetzt erstmal probieren. Komme ich hier hoch? Ja, aber ja klar, ey. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Das ist schon schnell. Okay, das zieht mir da was ab. Ich würde hier gerne hoch, aber ich komme hier nicht hoch. Das ist blöd. Kann ich ihn dazu verleiten, hier was kaputt zu machen oder so? Ich hab grad ein bisschen... Oh mein Gott, die Hand! Ich hab grad ein bisschen Angst hier. Jo. Okay. Nicht wirklich, oder? Aha, yeah. Das wollte ich. Oh, shit. Ah, geil. Boah, das ist aber ein geiles Feature. So genau wollte ich es gar nicht, aber ich dachte, der macht irgendwas kaputt, weißt du? Okay. Wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Hier geht's eventuell weiter, oder? Hm. Okay, ich bin schon mal oben. Was mache ich jetzt? Irgendwas muss der machen hier, oder? Was passiert, wenn ich jetzt hier stehe? Was passiert jetzt? Ich muss auf die Brücke drauf, weißt du, da oben. Macht der überhaupt irgendwas jetzt? Der holt aus. Ist da irgendwas passiert? Ist da irgendwas passiert? Nee, ne? Zieht mir das denn was ab? Ein bisschen unlogisch hier gerade irgendwie. Okay, was mache ich denn da? Also der Boss ist zunächst erstmal nicht so schwer. Den kann man ja auch einfach hier hin und her laufen lassen. Aber was mache ich hier?
hier muss ich doch irgendwie weiterkommen. Ich muss doch hier. Hier muss ich doch irgendwie drauf. Kann ich eventuell auf das Ding hier springen? Nee, das wird damit nix. Ich würde den gerne dazu verleiten, dass er seine... Keine Ahnung, was er in der Hand hat, dass er das in der Hand hat, hier abwirft. Also hier hinschlägt. Und dann können wir da drauf springen oder so. Kamera ist wieder ein bisschen blöd hier gerade. Probier's doch mal. Aha, so haut er dazu. Okay. Ich musste wenigstens mal wissen, wie er dazu haut. Das bringt mir also überhaupt nichts. Dormin sagt auch gar nichts. Shit, ey. Was ist denn auf der anderen Seite? Komme ich da vielleicht durch? Findet viel höheren Boden, ja, das ist mir auch klar. Genauso, ne? Da ist auch so eine Kante und dann geht's hier hoch. Das sieht ganz genauso aus da. Also da ist kein Vorteil. Was macht er jetzt? Okay. Wie kann ich denn hier höheren Boden finden? Okay. Das bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts. Leider. Vielleicht irgend... Okay, warte mal. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ich dachte, da wäre irgendwas, aber da ist auch nichts. Irgendwas muss doch passieren. Den jetzt machen. Sieht, naja, nichts ab. Was ja auch klar ist. Schon mal gucken, wo seine Schwachstelle ist. Auf dem Kopf auf jeden Fall eine. Okay, da haben wir's. So. Weiß nicht, was der machen muss. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas schlagen muss. Irgendwas kaputt machen muss. Keine Ahnung. Weil so kommen wir ja nicht weiter. Weil hier liegen überall so Dinger rum. Aber wenn ich hier drauf gehe, komme ich da oben nicht dran. Vielleicht muss der irgendwas schlagen. Keine Ahnung. Ja, hau doch mal zu. Hast du eben auch gemacht. Alter, komm her jetzt. Los, hau, mit Aggro. Ja, noch nicht. Eben hat er mit diesem Kleber da, was das ist, geschlagen. Mit diesem Messer. Mit diesem Messer. Ist irgendwas passiert jetzt? Nein, nix. Ganz ehrlich, vielleicht, ich probiere ein paar Sachen aus, bis gleich. So, hier. Man musste das an einer bestimmten Stelle machen. Und jetzt komme ich hier höher. Nice. Okay, okay. So, jetzt gehen wir erstmal nach ganz oben. Wir kümmern uns gar nicht um ihn. Wir sind höher als er jetzt. Nochmal einen höher. Dann haben wir eine Brücke. Und jetzt will ich auf ihn drauf springen. Weißt du, wo wir sind gerade?
Bis gleich. Okay, so, bin ich wieder oben. Der soll hier mal hinlaufen. Was macht er jetzt? Komm hier. Ich will nicht wieder ins Leere springen. Aha, da haben wir auch was. Guck mal, da ist auch was. Ja, 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 hier bin ich, hier bin ich. Hallo, hallo. Was macht er jetzt? Wer soll hier hinlaufen? Weggehen. Oh. Das war scheiße. Oder? Ah, jetzt läuft er hier weiter. Ah. Warte mal. Hä? Das sind auch solche Dinger. Ich geh mal hier hoch. Keine Ahnung. Boah, der Kampf, der dauert aber lange. Oder hier vielleicht. Okay, anscheinend muss ich das machen. Also die Brücke hat ihn quasi danach gehindert, daran gehindert, weiterzugehen. Gut. Jetzt sind wir hier. Okay, hau zu, Lamasch. Der ist so langsam. Okay. Geh hoch. So, was haben wir denn jetzt hier? Kommen wir hier irgendwie hoch? Oder bin ich auf der falschen Seite hochgelaufen? Sieht so aus, oder? Weil hier komme ich nicht hoch. Es sei denn, der macht hier wieder irgendwas. Ich probier's mal aus. Vielleicht muss ich auf der anderen Seite hoch. Okay. Warte mal, warte. Kamera, Kamera, Kamera. Lass mich hier bitte hoch. Ich sehe gerade überhaupt nichts mehr. Danke. Boah. Jesus, okay. Da hoch und hier hoch. Boah, nein, 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 nein. Meine Herren, ey. So, jetzt sind wir noch höher. So, schon mal das Schwert zücken. Okay, kann ich jetzt hier einfach auf ihn drauf springen oder was? Ich will das nicht riskieren, wenn es nachher wieder nicht geht, weißt du? Was macht er jetzt? Ein bisschen doof gerade. Kann ich ihn irgendwie hinlocken, hier nach hinten? Hä? Wie soll ich den denn? Es geht überhaupt nicht. Was ist das hier? Was macht er jetzt? So, der Stamm. Ja, das geht gerade gar nicht. Warte mal. Ich probiere ein paar Sachen durch. So, ich gehe mal. Da hat es absolut nicht geklappt. Ich gehe jetzt mal hier hin. Die Brücke, die er zerdeppert hat, weil hier kann er ja durchlaufen. Hier müsst ihr auf jeden Fall hingehen können, oder? Pass auf, ich hole den. Nein! Boah, gerade, ich dachte, ich fall runter. Komm her, hier bin ich. Okay. Jetzt komm, mein Freund. Der Typ ist aber ganz schön schwer, ey. Also von der Taktik her. Der soll jetzt hier durchlaufen, bitte. Guck mal, darauf herlaufen. Okay, okay. So, eine war im Kopf.
Oder? Ja doch. Oh. Ja, ist wieder so einer, so ein klassischer hier. Okay. Einen habe ich gesehen, war am Arm noch. Von oben habe ich eben gesehen. Da hat zumindest was geleuchtet. Oder? Also, da hat zumindest was geleuchtet. Und ich nehme nicht an, wir kriegen den jetzt hier kaputt, oder? Oder vielleicht doch noch? Come on. Ja. Ausdauer geht noch, klar. Boah, jetzt. Okay. Hier kann ich nur kleinere Schläge nehmen. Keine großen, da habe ich keine Zeit für. Aha. Okay, dachte ich mir. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Ja, die war hier am Arm irgendwo. Da, da, da. Da ist zumindest irgendwas leuchtet rot. Shit! Warte mal. Ich muss erst noch kurz aufladen wieder. Ich will die Ausdauer voll aufgeladen haben. Okay. Hier unten. Da jetzt hinzulaufen ist schwer, aber direkt am Arm. Shit. Okay, vielleicht rein. Oh boy, oh boy. Jawohl. Ein Schlag hat gereicht. Der war eine Nummer. Der war eine Nummer. Oh! Ich dachte, er wäre tot. Ah! Hä? Hä? Warte mal, warte mal. Ich hatte meinen Controller schon weggelegt. Das verstehe ich gerade gar nicht. What? An der Hand? Ach so. Das heißt, ich muss irgendwie in die Hand kommen. Vielleicht wenn der auf den Boden haut oder so. Meine einzige Chance. Mal probieren. Aber da muss ich warten, weil oft haut der nicht, sondern der stampft der nur. Na guck, der stampft nur. Vielleicht kann ich den wütend machen. So wie eben auch, weißt du? Hier, der wütend. Geht das? Geht das? Oh Mann! Das ist aber doof! Wie soll man das denn schaffen? Hä? Hau doch mit der Hand drauf! Wieso mit der Hand nicht? Hier! Mit der Hand, Alter! Komm, hau zu! Also, ich werde so lange jetzt warten müssen, bis damit. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Also, sorry, aber das ist schon wieder so ein Ding. Wieso? Das muss doch jetzt geskriptet sein, dass der mit der Hand zuhaut. Ich verstehe das nicht. Also, ich werde da ansetzen, bis der mit der Hand zuhaut. Bis gleich. Okay. Yes! Yes! Boah, es hat so lange gedauert, bis er mit der Hand angreift. Boah, an der Handfläche. Meine Güte, was für ein Schwachpunkt. ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. In einem Rutsch, keine Ahnung, der dreht bestimmt durch. Oh Gott, ich bin falsch. Oh Gott. Okay, das sieht schwer aus. Scheiße. Ich komme nicht rein. Okay, jetzt. Einmal noch. Ich hau schnell zu, einfach. Ah, geht gar nicht, ich kann nicht hauen. Boah. Der war eine Hausnummer, ey.
Alter, der war eine Hausnummer. So, einer fehlt noch, der letzte. Boah, hier muss es aber auch viel machen. Okay. Ja, er weiß bestimmt, dass diese Wächter da unterwegs sind. Deswegen sagt er, die Zeit wird knapp. Das egoistische Arschloch, ey. Ich kenne ihn gar nicht, aber keine Ahnung. Guck mal, da hast du hier Tauben, ne? Kann ich die jetzt abschießen? Wenn ich da so... Ah, die hauen direkt ab. Schade. Oder? Hab ich getroffen? Ich hab getroffen! Ich hab eine Taube getroffen! Guck mal! Krass! Die haben Taube! Gut, ein Koloss fehlt noch. Ich bin mal gespannt. Also der Typ, der eben, der war eine richtige Hausnummer. Da musste man so viel machen und tun. Richtig krass. Ich denke mal, der letzte wird auch von der Gestalt her wahrscheinlich auch so eine Riese sein, nehme ich mal an. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Und ich freue mich fürs... Ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Bedanke mich herzlich dafür. Und wenn ihr irgendwas... habt Kommentare oder sowas, Likes, Abos, gerne, nehme ich alles gerne. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, denn dann kommt der finale Koloss. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Shadow of the Colossus.